In Kenia haben mehrere Personen gegen den Facebook-Mutterkonzern Meta geklagt. Dabei geht es um Hassbotschaften auf Facebook, die der Konzern nicht zeitnah gelöscht haben soll. Einer der Kläger, ein Äthiopier, dessen Vater ermordet wurde. Die Täter waren mutmaßlich durch Mordaufrufe im Internet angestachelt worden. Als er diese Aufrufe zur Ermordung seines Vaters gesehen hat, hat er sie an Facebook gemeldet. Dort hat man ihm erst nach einem Monat geantwortet. Sie haben zwar zugegeben, dass diese Nachrichten die Regeln von Facebook verletzen und sie sie entfernen würden, aber ein Jahr später, ja bis vergangene Woche, stand eine der Botschaften immer noch auf Facebook. In der Anklageschrift wird Meta vorgeworfen, Hass und Gewalt zu verbreiten, um Werbeeinnahmen zu erzielen. Es fehle an Personal, um am Standort Kenia Inhalte in afrikanischen Sprachen zu moderieren. Am 6. Januar beim Angriff auf das Kapitol in Washington wurden Notfallmaßnahmen ergriffen, um die amerikanische Bevölkerung zu schützen. Hier geht es um einen Konflikt in Äthiopien. Mein Mandant war ein Opfer dieses Konfliktes. Warum wurden in solch ähnlich gelagerten Fällen keine Notfallmaßnahmen ergriffen oder noch strengere Maßnahmen für Menschen in noch schlimmerer Lage? Hintergrund der Gewalt ist ein kürzlich beendeter Bürgerkrieg in Äthiopien. Die Kläger fordern jetzt unter anderem mehr Inhaltsmoderatoren für Facebook sowie einen milliardenschweren Entschädigungsfonds für Opfer von durch Facebook mitverursachter Gewalt.